Hi, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Sneak Peek hier auf meinem Kanal. Wir gucken uns ein Kit von Diamond Art Club an, das morgen erscheint. Morgen am 30. März 2024. Wann, wie, wo, erfährst du alles unten in der Videobeschreibung. Ja, ich bin voll aufgeregt. Es ist ein eckiges Kit und es ist ja einer meiner Lieblingskünstlerinnen. Und zwar Chrissa Buck und es ist einer aus der Göttinnenreihe. Und zwar diesmal Medusa. Ich stehe auf Medusa. Eckige Steinchen, wie gesagt, 55,8 mal 85,9. Also auch kein kleines Kit. Die kommen aus Amerika, aber keine Angst. Zoll, Versand ist mit drin. Ab einem bestimmten Einkaufswert, den du mit ein, zwei Kits schnell erreichst. Hier haben wir Inhalt, ne? Hier Steinchen Leinwand, gucken wir uns gleich an. Unser kleiner Sticker, den mache ich draußen auf die Box drauf. Kann man sich aber auch in sein Journal machen. Hier haben wir unser Toolkit. Da ist wie immer eigentlich alles drin, was du so brauchst für den Anfang. Und das wäre natürlich ein Stift, ne, mit einem Halti und Mehrfachsetzern. Brauchen wir ein Schiffchen mit einem Stopper vorne drin. Brauchen natürlich Wachs. Ein paar Zipptütchen, um die Steinchen drin aufzubewahren. Weil es ein eckiges Kit ist, bekommen wir auch eine Pinzette. Dann gibt es immer noch ein bisschen Washi-Tape. Oh, das finde ich total schön. Oh, cool. Und einen kleinen Coverminder, in diesem Fall eine Mupfel. Na, das ist ein Magnet, damit kannst du die Folie beiseite halten und damit kannst du die Ränder abkleben. Wenn du genau sehen willst, was ich so damit treibe, guck einfach mal in meine Tipps und Tricks Playliste. Da kannst du sehen, was ich damit so mache. Jetzt guck mal hier rein. Oh, die weiche Tarpolin-Leinwand von Diamond Art Club ist großartig. I love it. So, wir haben hier unsere kleine Anleitung mit Diamond Painten funktioniert, mit ein paar Tipps und Tricks, ein paar Ressourcen. Da ist auch ein Rabattcode drin, 10% für die nächste Bestellung. Aber wenn du das erste Mal bei Diamond Art Club bestellst, kannst du auch meinen Rabattcode nutzen und kriegst direkt 15%. Oder du gehst einfach mal über den Link unten in der Videobeschreibung zu Diamond Art Club und guckst, ob sie momentan vielleicht auch noch mehr Prozente für Neubesteller haben. Ansonsten gibt es immer Prozente, niemals zum vollen Preis zahlen. Wenn du da mal bestellt hast, kannst du eben auch in der VIP-Gruppe Mitglied werden bei Facebook. Lohnt sich, da gibt es nämlich auch immer einen Rabattcode, der meistens ein bisschen höher ist als die anderen. Hier haben wir unser Sticker-Sheet. Da ist das Bild. Oh, toll. Passt super zu den anderen. Ich sammle ja die Göttinnen von Chrissa Buck. Und hier haben wir eine griechische. Ist, glaube ich, keine Göttin, Medusa, ne? Nicht wirklich, eigentlich ist sie ein Monster. Aber, wie gesagt, Götter sagen, ne, sie wurde verflucht von einer sehr großen Göttin. Medusa, Chrissa Buck. Und hier nochmal alle Daten zum Kit, auch die Größe. Ich bin sehr gespannt. Wir haben zwei Sticker-Sheets. Das heißt, wir haben mehr als 67 Farben. Und zwar haben wir 69 Farben. Und darunter haben wir zwei ABs. Das sind nicht viele. Das ist so ein rötlicher und der weiße. Und dann gucken wir aber mal ans Ende. Und zwar haben wir einmal Z, zwei, dreimal. Das heißt, wir haben drei Fairy Dust Diamonds. Und wir haben ein paar der neuen Farben. Diamond Art Club stellt ja ihre Farben selber her. Harzsteine und in eigener Produktion. Daher können sie Farben, die es noch nicht gibt im DMC-Bereich, einfach neu erfinden. Und das tun sie seit geraumer Zeit. Und hier haben wir drei davon. 6000er gibt es nämlich eigentlich gar nicht im DMC-Bereich. Und hier sind drei Farben, die du dann nur bei Diamond Art Club im Moment kriegst. Die 6021, die 6033 und die 6034. Ich bin gespannt. Schauen wir uns gleich genauer an. Das sind kleine Sticker, ne? Die kannst du auf deine Beutelchen oder Container machen beim Abkitten. Und hier sind die Farben. Oh, tolle Farbrange. Ich liebe es. Mal mit dem Lila. Schauen wir uns genauer an, wie gesagt, nachher. Jetzt wollen wir erstmal das hier sehen.
Oh, oh. Love it. So, mal gucken. Super. Ich blende das Bild hier mal ein und rolle in der Zeit die Leinwand mal andersrum, damit sie sich ein bisschen schneller gerade legt. Das ist mit der Leinwand überhaupt kein Problem. Durch die neue Folie, die ich euch gleich mal zeige, legt sie sich nämlich ein bisschen schwerer glatt. Nicht mehr so schnell und einfach wie früher, aber da kann man ein kleines bisschen nachhelfen und schon ist das auch wieder okay. So, darum sieht es auch ein bisschen gewellt aus, wegen der neuen Folie. Das ist nämlich hier eine Folie, die schon vorperforiert ist in 10x10 große Stücke. Das kann man ja so ein bisschen sehen, denke ich. Und die kann man sich nämlich, wenn man möchte, dementsprechend abreißen oder eine ganze Reihe. Oder wie du es hier siehst, auch im Ganzen, kein Problem. Ist auch nochmal den Kleber. Auch das, wie immer, also über die Qualität brauchen wir einfach nicht sprechen. Ja? Auch die Symbole. Oh, wie schön. Es ist toll. Es ist wirklich, wirklich toll. Ich liebe auch das Gesichtsrendering. Noch ein bisschen rein wieder. Das ist richtig schön. Oh, und ich hätte jetzt gedacht, na, wir schauen gleich mal. Also, wir haben auf der Leinwand hier unten nochmal alle Informationen zum Kit, ne? Auch die Lizenzrechte. Kösabag hat die Lizenzrechte an Diamond Art Lab gegeben, dass sie dieses Bild an uns produzieren, als Diamond Painting dürfen, was für ein Deutsch, und an uns verkaufen dürfen. So. Und das ist mir super wichtig, weil alles andere ist einfach Kunstdiebstahl. Und die Künstler wollen auch bezahlt werden, sonst machen sie keine Kunst mehr für uns. Und wir können keine Diamond Paintings mehr genießen, ob mit gestohlener oder mit lizenzierter Artwork. Hier sind die Social Media Kanäle, da siehst du, was noch alles erscheint morgen. Und hier haben wir nochmal, wie gesagt, einen Rabattcode. Dann haben wir hier deine Garantie auf Steinchen und Leinwand. Wenn irgendwas mit dem Kit ist, melde dich bei Diamond Art Lab beim Support, geht auch in Deutsch. Auch wenn die Steinchen runterfallen und sich mischen, ne? Du kriegst ersetzt bis zu einer gewissen Menge. Hier haben wir nochmal eine Legende, das ist auch oben links auf der anderen Seite so. Und natürlich haben wir hier oben unseren Leitspruch und unsere abgesteppten Ränder. Richtig toll. Wir haben unerwartet Konfetti hier an der Seite. Ich dachte, das wäre ein schwarzer Balken, ist es aber nicht. Seht ihr Konfetti, wenn man verschiedene Farben im Wechsel hat und eben ja, sich ein bisschen konzentrieren muss und die Farbe im Schiffchen öfter wechseln muss. Und dann haben wir hier so ein bisschen Colorblocking dagegen. Das ist, wenn du eben viel am Stück an einer Farbe arbeiten kannst, dann kommst du ein bisschen schneller voran. Ich hatte aber tatsächlich gedacht, darum bin ich ein bisschen überrascht, dass die beiden ja, Leisten hier an der Seite, wir gucken nochmal hier vor allen Dingen, dass das plain eine Farbe, also wahrscheinlich schwarz ist, ist es aber nicht. Das wird richtig gut. Auch hier wirst du richtig Tiefe reinkriegen. Wow, guck dir mal die Augen. Die Schlange. Und das Lila dabei mit dem Türkisblau hier in ihrer Haut. Toll. Hier unten haben wir die Helme. Die sehen auch toll aus. Der Fuß sieht auch gut aus. Sind auch 15, gut. Manchmal sind Füße und Hände komisch. Finde ich. Aber hier ist alles super. Und hier die Schlangen auf ihrem Kopf. Mega cool. Ich hätte ja gedacht, dass hier Electric Diamonds reinkommen, also metallische oder Kristalle. Haben wir aber gar nicht im Set. Daher müssen wir mal gucken, was da passiert. Aber dann tippe ich auf die Fairy Dust Diamonds. Aber das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und zwar hier, nämlich mit den Farben. Wenn du das nicht sehen willst, lauf nicht weg. Wir gucken uns danach an, wo die Spezialsteinchen alle hinkommen. Da haben wir sie. Viel Blau und Lila und tolle Farbwände. Ich mag's. So, was haben wir denn da? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 mal die 939. Das ist ein sehr dunkles Blau, fast schwarz. Das wird im Hintergrund sein. Da bin ich mir sehr sicher. Dann haben wir die 3860 und dann haben wir gerade mal zwei Beutel in schwarz, die 310. Dann haben wir hier auch für den Hintergrund, achte mal nicht, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 mal die 823. Ist auch ein sehr dunkles Blau. Nicht erschrecken, wenn ihr so viel von einer Farbe habt. Diamond Art Lab gibt immer 20% mehr Steinchen, als man braucht. 413 ist ein schönes Grau. Die 924 ist ein sehr dunkles Petrol. Das gefällt mir sehr gut. Die 336 haben wir dreimal, auch ein Blauton. Mit Sicherheit auch für den Hintergrund. Und noch eins. Also viermal die 336. Dann haben wir unseren ersten Felders Diamond. Und zwar einen lilanen. Die Z3827. Was ist ein Felders Diamond? Ein Felders Diamond hat hier so Glitzer auf den Steinchen. Und wie so Feenstaub, daher auch der Name. Und macht einen ganz sanften, aber coolen Effekt, den man nicht so auf den ersten Blick manchmal sieht. Ich finde es aber sehr schön und liebe sie sehr. Das ist nicht so direct in your face wie die ABs, die wir gleich noch sehen werden. So, das ist der gleiche Farbton wie hier nebendran die 550, nur als Felders. Nehmen wir zweimal, dann die 317 in Grau, die 791, 3799, 414. Wir sehen viel Grautöne. 3768, 500, das ist ein schönes Grün, 844, 3022, 3371, 6034, die 552, nochmal ein Lila, 169, oh, das ist schön, 3817, sehr helles Türkis, die 3024, die 930 und die 6021. Dann haben wir die 700. Dann haben wir die 779, die 6033 und der nächste Felders Diamond in Gelb. Mega cool. Ein bisschen wenig. Ich dachte, dass das Gelbe mehr wären. Ich habe da eine Vermutung, wo er hinkommt, aber ich bin mir noch nicht sicher. Mal gucken, was der nächste Felby ist. 318. Dann die 839, die Beutelchen werden kleiner, also der Inhalt wird kleiner und die Beutelchen 3042, 333, schönes Lila, 3772, 648, 553, 928, 647 und hier der zweite gelbe Felders Diamond, ein bisschen dunkler, die 561, die 503, die 502, die 501, super cool, die drei werden wahrscheinlich ihr Hautton sein. 452, 927 und hier haben wir unseren ersten AB Aurora Borealis Steinchen, die reflektieren das Licht wie die Nordlichter. Die haben ja so eine Beschichtung drauf und daher auch der Name und machen einen heftigen Effekt. Damit kann man tolle Akzente setzen und sind halt wie gesagt ein bisschen mehr directly in your face als die Felders Diamonds, ein bisschen rangieren wie Meerjungfrauenschuppen. Da schauen wir uns auch an, wo die gleich hinkommen. Die 725, 327, 3750, die 3866. Dann die 3816, schönes Türkis. 926, 644, 3859, 208, 948, 161, 3836, 890, 415, 840, 316, 3078, 3727, 728, 3014, 3814, 3818 und der zweite EB in roter, da haben wir nur ganz wenige von, 715 und 3787 und einmal orange, die 740, directly in your face. Und wir schauen uns jetzt an, wo die zwei EBs und die drei Felders hinkommen. Da sind wir wieder. So, dann haben wir die ABs, da fangen wir mal mit an. Wir haben ja als letztes den roten AB gesehen und der ist relativ leicht zu finden, weil es die einzigen roten Steinchen in diesem Kit sind. Das heißt, den haben wir hier, ein bisschen näher dran, so. Den haben wir hier in den Augen, da, hier in den Augen von der einen Schlange auf ihrem Kopf und hier am Auge von der Schlange. Wow, das wird blingen. Außerdem noch, hier haben wir noch ein kleines Schlänkchen. Da sind auch nochmal zwei. Und das war's dann auch. Dann haben wir den weißen AB. Und das ist alles, was in diesem Kit so richtig schneeweiß ist, weil wir haben ja keine normalen weißen Steinchen gesehen. Das heißt,
Wir haben den weißen Ebi ein bisschen hier oben, wo sich das Licht reflektiert, also hier auf den Schlangen hier und hier ein bisschen. Dann haben wir den weißen Ebi hier. Also dieses Gesprenkel, diese weißen Sprenkel hier auf ihrem Kleid, hier und hier, das ist der weiße Ebi. Und das haben wir auch hier unten in der Schleppe dann nochmal drin. Und auch hier ein bisschen. Ja, waren die ABs, sind oder waren, oder da sind sie gewendet. Und jetzt haben wir noch drei Fabulous Diamonds. Und dann können wir direkt hier unten auch anfangen. Wir haben ja zweimal den weißen Fabulous Diamond, gelben Fabulous Diamond, helleren und einen dunkleren. Und dann haben wir hier so ein paar, also die drei, die hier zum Beispiel nicht, aber die hier noch nicht, alles hier unten. Dann geht es hier weiter. Hier sind so ein paar mit reingesprenkelt. Also hier so ein paar von den gelben Sprenkeln. Hier auch. Dann haben wir hier, das ist einmal Felvidas Diamond. Hier. Und dann haben wir hier diese ganz hellgelben Ränder. Mal kurz reingehen. So. Hier die ganz hellgelben Ränder. Da. Das ist auch der Felvidas Diamond. Das nicht. Hier wieder so ein bisschen. Der dunklere Felvidas Diamond. Hier haben wir den dunkleren, dunkelgelberen. Hier ein bisschen. Hier oben. Also diese Reflexion von diesem, was das da oben auch immer sein soll. Hier auf der Schlange. Hier oben auf der Schlange. Entschuldigung. Hier oben auf der Schlange. Hier und hier. Hier auf der Schlange. Da sind beide sogar. Hier auf den Schlangen ist der. In ihrem Kopf ist der hellere. Das geht hier oben weiter. Hier. Dann hier, hier, hier auf der Schlange, hier. Und ganz klar hier dieser Ring. Das sind normale gelbe Steinchen und die Felbedas-Steinchen. Hier dieses eckige, was auch immer es sein soll. Also überall, wo wir hier diesen gelben Schein auf ihr haben, da haben wir die Felbedas-Diamonds. Und dann haben wir ja noch den lilanen Felvidas Diamond. Davon hatten wir auch die meisten. Das war das größte Felvidas Tütchen. Und das ist eben, weil es hier überall im Kleid vorkommt. Hier im Schal, ja, Schal. Sehr, sehr viel von dem sehr viel von dem Lilan. Das ist der Buchstabe V. Man sieht hier ganz viel hier drin. Und auch hier im Kleid überall große Flächen mit diesem Felldust. Hier auch noch ein bisschen. Und ganz hier unten in der Schleppe haben wir den auch noch mal ein bisschen. Wow. Richtig toll. Also die ABs haben wir. Und übrigens, wir haben noch zwei weiße ABs in den Augen zusätzlich zu den roten, die so die außenrum sind. In die Mitte der Pupille ist hier jedes Mal noch ein weißer AB. Das heißt, die weißen und roten ABs haben wir in den Augen von ihr und von den Schlangen. Wir haben die weißen hier unten gesprenkelt. Wir haben die Felders Diamonds, einmal alles, was so ein bisschen gelblich ist. Und die weißen, die lilanen, helllilanen Teile von ihrem Kleid. Das wird richtig toll aussehen. Das wird magisch. Wow. Und ich mag es, wenn man so ein bisschen runter, wenn es nicht so breit ist, wenn man so runterarbeiten kann. Man kann hier so Linie für Linie und mit der neuen Folie kann man sich die auch schön hier abreißen und hat so das Gefühl, man kommt voran. Finde ich bei so einem großen Kit toll und sie sieht bestimmt fabelhaft aus mit den anderen Göttinnenbildern an der Wand. Wenn ich sie denn mal anfange. Ich habe, glaube ich, fast alle. Sisters of Fate fehlt mir. Das brauche ich noch. Steht ganz oben auf meiner Wunschliste, ist aber irgendwie dauernd weg. Ich weiß gar nicht, ob es gerade vorrätig ist. Und ich wünsche mir so einen ganz langen Flur, wo ich sie dann alle aufhängen kann. Das wäre geil. Aber ich glaube, das wird erstmal nicht passieren. Aber ich, ja, ich finde sie toll. Das ist so eine meiner kleinen Sammeldinger, die Quisabak-Göttin. Oder eben Personen aus den Götterlegenden. Weil, wie gesagt, sie ist ja, soweit ich das weiß, keine Göttin. Zumindest nach meinem alten griechische Götter-Schulwissen und Percy Jackson-Wissen bin ich da der Meinung, ich habe auch tatsächlich nur den ersten Percy Jackson-Teil gelesen, also daher bin ich da auch nicht die große Quelle. Ich
Liebe es aber. Ich habe es als Teenager und als Kind geliebt, diese Mythen und Legenden, alles rundum, vor allen Dingen die griechischen Götter. Und mag es auch, wenn es in Fantasy-Romanen vorkommt. Ich habe mir jetzt vorgenommen, mal wieder was über Persephone und der Hades zu lesen. Ich finde es mega. Und by the way, Tipp: Percy Jackson-Bücher gehen beim Painten immer. Ja, weil die fließen so vor sich hin, die werden richtig gut gelesen. Schau mal, ich habe unten noch einen Link zu BookBeat, da müssten die auch sein. Und da kannst du im Grunde genommen für ein Monatsabo dir, wenn du dich ranhältst, alle durchhören. Und ansonsten habe ich unten auch einen Link zu Audible für einen Monat kostenlos. Kannst ja mal ausprobieren, da habe ich meine Hörbücher her, weil die Frage immer wieder kommt. Und ich finde zum Beispiel sowas wie Percy Jackson kann man super beim Painten hören, weil manchmal zone ich so aus, wenn ich so im Painten bin, dann denke ich so, ah, was habe ich gerade gehört? Und bei Percy Jackson ist das nicht ganz so schlimm wie bei beiden anderen Hörbüchern. So, jetzt schweife ich aber ab. Das Kit erscheint, wie gesagt, morgen, 29. März, um 18 Uhr, meine ich. Mit der Zeitverschiebung ist das bei mir immer ein bisschen schwierig. Guck einfach unten in die Videobeschreibung, da siehst du es nochmal. Und wenn du da mit Adlab Kunde bist, dann kriegst du sowieso eine E-Mail. Wie immer haben Diamond and Ruby Members eine halbe Stunde vorher Vorkaufsrecht und alle anderen danach. Aber kein Stress, wenn in der ersten Runde was ausverkauft ist. Diamond Atlab füllt nach. Ne? Also einfach dann zum normalen Release nochmal versuchen. Ich freue mich jetzt, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, wenn es dir gefallen hat. Und schreib mir mal in die Kommentare, wie du das Bild findest. Und ob du irgendwie griechische Götter, ist das auch so deins oder nicht oder doch? Erzähl mal. Und findest du zum Beispiel Chrissa Buck als Künstlerin? Ich liebe ihren Style. Und es paintet sich so toll. Die Sachen sehen mega aus am Ende. Es ist einfach schön und matcht super mit dem Rendering-Style von Diamond Artlab. Ich finde das Rendering hier großartig. Es gefällt mir sehr. Keine harten Kanten. Genau die richtige Mischung an Konfetti. Und ja, Color Blocking haben wir nicht wirklich viel. Und das Gesicht sieht wirklich gut aus und diesen Türkiston in der Haut mit dem Lila dabei. Match made in heaven, die Farben. Großartig. Ja, deine Meinung mal in die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du es noch nicht gemacht hast, wenn du ein Abo da lässt, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich hoffe, dass wir uns in meinem nächsten Video dann alsbald wiedersehen. By the way, ich habe noch eine zweite Sneak für diese Woche. Psst, aber keinem weiter verraten. Augen aufhalten, da kommt noch was und das werden einige von euch, denke ich, feiern, weil es auch eine Künstlerin ist, die momentan etwas öfter auf meinem Kanal auftaucht. Ich freue mich sehr. Ich habe es noch nicht gedreht, ich mache ich gleich hier im Anschluss und ich freue mich so, dieses Bild zu sehen. Genau. Und wenn du eben solche Sachen nicht verpassen willst, dann am besten auch das Glöckchen aktivieren. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin passt du gut auf dich auf und bleibst immer super entspannt, auch wenn es manchmal schwerfällt. Bis dann. See ya!